Das Jahr 1815 stand ganz im Zeichen des Wiener Kongresses. Napoleons Eroberungswillen war endgültig gebrochen und Europas Diplomaten hatten die blutgetränkte Erde des Kontinents neu unter sich verteilt. Nachdem die meisten Kongressteilnehmer Wien wieder verlassen hatten, breitete sich eine gespenstische Stille in der Metropole aus. Wie am Ende einer rauschenden Ballnacht fand sich schließlich nur noch eine kleine Runde zusammen, die auch weiterhin Vergnügen an gegenseitiger Gesellschaft fand. Dieser Kreis traf sich meist im Schloss der Fürstin von Schwarzenberg. Abends versammelte man sich vor einem knisternden Kaminfeuer, wobei es unter Strafe verboten war, von Politik zu sprechen. Davon hatten alle einstweilen genug. Stattdessen unterhielt man sich lieber gegenseitig mit pikanten Episoden und Gespenstergeschichten von Dämonen und Wiedergängern. Eines Abends, während ein heftiges Sommergewitter um das Schloss tobte, war es an Serge Durfee, einem älteren französischen Emigranten, die anderen mit einer Geschichte zu unterhalten. Lieber Marquis, ich fürchte, die Reihe ist nun an Ihnen. Oh ja, machen Sie uns doch die Freude. Ihre Geschichten sind immer exquisit. Dafür verschieben wir unsere Nachtruhe gerne noch etwas. Ja. Sie sehen, lieber Marquis, Ihr Publikum verlangt nach Ihnen. Was dürfen wir heute Nacht erwarten? Vielleicht eine pikante Galanterie Ihrer Zeit am französischen Hof? Das würde mich sehr freuen. Viele der Geschichten, die wir bereits vernommen haben, waren zweifellos höchst erstaunlich. Damit zu konkurrieren, wird nicht leicht für mich. Allerdings fehlte den Episoden meiner Vorredner stets eine sehr wesentliche Zutat. Oh, die wäre, Marquis? Wahrheit. Oh, und Sie werden uns jetzt an einer wahren Begebenheit teilhaben lassen? Ja, vielleicht sogar aus Ihrem Leben, Ihrer Vergangenheit, Marquis. Ein Abenteuer meiner Jugendzeit, ja. So wahr, dass mir heute noch ein Schauer über den Rücken fährt, wenn ich in einer Nacht wie dieser daran zurückdenke. Oh. Ich will Ihnen gerne davon erzählen, meine Herrschaften, aber machen Sie mich bitte nicht dafür verantwortlich, wenn Sie unruhig schlafen werden. Ich warne Sie hiermit ausdrücklich vor schlechten Träumen. Sie wollen uns in Angst und Schrecken versetzen? Das hat der kleine Franzose, der jetzt auf der Insel St. Helena festsitzt, auch schon versucht. Allerdings, und zwar erfolglos. Meine Geschichte ereignete sich in einer Zeit, in der noch niemand in Europa an Napoleon Bonaparte dachte. Es begann, und damit entspreche ich Ihrem Wunsch, verehrte Fürstin, wie eine galante Episode aus dem vorrevolutionären Frankreich. Oh, Sie sehen mich entzückt, lieber Marquis. Entzückt. Das ist auch das richtige Wort, um die Wirkung zu beschreiben, die die erste Begegnung mit Isabelle de Gramont auf mich hatte. Sie war von überirdischer Schönheit und ebenso großer Lebensfreude. Darf ich mich vorstellen, Marquis Serge Durfee. Marquis Serge Durfee. Klingt charmant. Es gibt niemanden in dieser langweiligen Gesellschaft, der sich mit Ihnen vergleichen könnte. Nicht einen. Sie gefallen mir? Ja, wirklich. Sie gefallen mir sehr. Gehen wir ein Stück? Sie möchten mich doch begleiten, oder? Ihr Blick beim Picknick vorhin sagte jedenfalls ja. Ja. Ich war jung. Jung und unerfahren in der Liebe und verfiel dieser Frau, die sich einen diabolischen Spaß daraus machte, mit meinen Gefühlen ein gefährliches und sehr schmerzhaftes Spiel zu treiben. Einerseits gewährte sie mir ihre Gunst, aber dann erniedrigte sie mich wieder und hielt mich auf qualvoller Distanz. Das grausame Spiel einer Katze mit einer paralysierten Maus. Ich nahm schließlich die erstbeste Gelegenheit wahr, mich durch den Antritt einer diplomatischen Mission von Paris zu entfernen. Ich musste versuchen, ihrem unguten Einfluss zu entkommen. Das bedeutete, sehr weit fortzugehen. Nicht für immer, aber sicher für lange Zeit. Es war meine einzige Chance, Isabelle die Macht über meine Seele wieder zu entreißen. Das wusste ich sehr genau. Natürlich hatten sich meine Pläne schnell in Paris herumgesprochen. Es lockte sie zu mir, ein letztes Mal.
Serge, ist das wahr? In der Stadt heißt es, dass Sie fortgehen. Weg von Paris? Das ist richtig, Madame. Meine Mission wird mich an die Moldau führen. Die dortige Regierung steht in wichtigen Verhandlungen mit dem Versailler Kabinett. Ich reise bereits morgen ab. Osteuropa also? So weit fort? Sie begehen eine große Dummheit. Ich erfülle lediglich meine Pflicht. Und das scheint Ihnen sehr leicht zu fallen. Serge, was ist mit uns? Sie haben oft genug betont, dass es kein Uns gibt, Madame. Ach. Ich habe nun endlich verstanden und gehe. Nichts haben Sie verstanden. Aber ich weiß sehr wohl, dass Sie von einem einmal gefassten Entschluss niemals abzubringen sein werden. Vielleicht zog mich gerade das so sehr zu Ihnen hin. Ihre Zielstrebigkeit. Madame, ich muss noch einige Dokumente sichten. Schon gut. Ich werde gehen. Nur um eines bitte ich noch. Nehmen Sie dieses kleine Kruzifix als Pfand meiner Freundschaft. Sie wissen, ich habe es stets getragen. Es ist ein Familienerbstück und wird Sie beschützen. Aber das kann ich doch nicht annehmen. Bitte, versprechen Sie mir, es bis zu Ihrer Rückkehr zu tragen. Der Balkan ist nicht ungefährlich. Es lauern dort Gefahren, von denen Sie nicht das Geringste ahnen. Das Kreuz wird Sie beschützen. Und vielleicht auch erinnern. Erinnern? Ja, an Ihre Heimat, in der es Menschen gibt, die Sie lieben. Sie schlang ein letztes Mal ihre Arme um mich, legte mir das Kreuz um und küsste mich. Es sollte tatsächlich schon bald Situationen geben, in denen ich froh war, das Kruzifix zu besitzen. Hey! Isabels Kuss brannte noch in meinem Herzen, als ich schon Tage und Wochen unterwegs war, meilenweit entfernt von Paris, wofür ich Gott dankte. Mein Weg führte mich zunächst über Warschau, wo ich etwas Serbisch erlernte. Über Stationen in Böhmen und Ungarn erreichte ich schon bald die Grenze zu Serbien. Mittlerweile war ein früher Winter über mir und meinem Pferd hereingebrochen, der das Reisen alles andere als angenehm erscheinen ließ. Zu allem Unglück begann die Donau, die ich überqueren musste, bereits Eisschollen zu führen, sodass eine Überfahrt unmöglich schien. Ich musste gezwungenermaßen rasten. Durch das immer dichter werdende Schneegestöber und hörbar unliebsame Gesellschaft in den nahen Wäldern war an eine Weiterreise nicht zu denken. Ich ritt zurück in das letzte Dorf. Es hieß Kisolova und bestand aus einigen verstreut stehenden Holzhäusern slawischen Stils und einem auf einer Anhöhe postierten kleinen Kloster. Erschöpft und frierend klopfte ich an einem der Häuser. Hallo? Hallo? Bitte, aufmachen! Mein Mann ist nicht zu Hause. Komm morgen wieder. Ich wollte über die Donau. Die ist frühestens in ein paar Tagen wieder passierbar. Das weiß ich. Ah. Kann ich hier im Dorf so lange irgendwo unterkommen? Ich lass niemanden rein. Oh, bitte, es muss doch eine Möglichkeit geben. Es wird schon dunkel. Hier gibt es kein Gasthaus. Und das Kloster? Der Orden der Heiligen Walburga lebt sehr zurückgezogen. Den Weg dort drauf kannst du dir sparen. Oh, bitte. Die Wölfe sind schon sehr nah. Ja, ja. Die Kinder der Nacht lieben die Dämmerung. Es ist ihr Morgen. Sie spüren, dass jetzt ihre Stunde kommt. Und sie sind hungrig. Geh zu Gorchas Haus ganz am Ende vom Dorf. Er hat Platz. Beeil dich. Die Kinder der Nacht sind schon sehr nah. Sie riechen das frische, warme Blut deines Pferdes, Junge. Und nicht nur deines Pferdes. Hey. Hallo? Bitte öffnet doch! Ja? Isabel? Du? Mein Name ist Stenka. Für einen Augenblick war ich mir vollkommen sicher gewesen, dass die junge, schöne Frau, die mir die Türe öffnete,
niemand anderes als Isabelle war. Vielleicht spielte mir nur meine Erschöpfung einen Streich, aber ihr Anblick gab mir einen Stich ins Herz. Oh, Isabelle, was machst du hier? Ich heiße Stenka. Ist dies Gorchas Haus? Gorcha ist mein Vater. Wer ist denn der Tür, Stenka? Nur ein junger Reisender. Er scheint sehr erschöpft zu sein. Was willst du hier? Man sagte mir, dass ich in Gorchas Haus vielleicht übernachten könnte. So? Ich komme in den nächsten Tagen nicht weiter und brauche ein Quartier. Ich will auch nichts umsonst. Bist du Gorcha? Ich bin Grigori, sein Sohn. Und wir haben keinen Platz. Aber Grigori, was soll das? Sollen mich die Wölfe fressen? Grigori, bitte. Was macht das schon aus? Lass ihn mal rein. Heute Nacht sollten wir keine Fremden im Haus haben, denke. Nicht heute Nacht. Das ist finster. Und das Schneetreiben wird immer dichter. Die Wölfe werden schon bald durchs Dorf streifen. Du kannst sie noch nicht einfach wegschicken. Das wäre sein sicherer Tod. Das geht nicht. Vater hätte ihn aufgenommen. Gut, komm rein. Danke. Das ist doch selbstverständlich. Offenbar nicht. Mein Bruder ist nur etwas gereizt. Es hat nichts mit dir zu tun. Ist das dein Pferd? Ja. Piotr, bring sein Pferd in den Stall. Ja. Das ist mein anderer Bruder. Ich bin Serge Durfay. Willkommen. Du bist Franzose, nicht? Ja. Ich komme aus Versailles und bin in einer diplomatischen Mission unterwegs. Du hast dir hier eine schöne Jahreszeit ausgesucht. Ich habe mir gar nichts ausgesucht. Ich erfülle lediglich meine Pflicht. Grigori meint es nicht so. Bitte, leg doch ab. Der Fremde ist sicher hungrig. Das sind meine Frau Polina und mein Sohn Sascha. Guten Abend. Guten Abend. Hast du Hunger? Ja, die letzte Rast ist lange her. Wer ist der Mann, Mama? Nur ein Gast, Sascha. Ach so. Ich werde etwas herrichten. Ach, danke. Sehr freundlich. Stenka, zeig dem Herrn sein Zimmer. Folge mir bitte. Wir müssen nach oben. Paulina, reich mir bitte den Kerzenleuchter vom Kamin. Hier. Das Essen wird gleich fertig sein. Beeilt euch. Wir sollten zusammenbleiben in dieser Nacht. Das ist sicherer. Wir werden gleich zurück sein. Beruhige dich. Beruhigen? Was ist mit Piotr? Warum kommt er nicht wieder herein? Er wird sicher nur rasch noch das Pferd absatteln. Komm, Serge. Ja. Ein Gast. Ausgerechnet in dieser Nacht. Ausgerechnet. Lass gut sein, Grigori. Zimmer ist sehr klein. Ich hoffe... Aber das macht doch nichts. Ich bin froh, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Es tut mir leid, dass ich offenbar zu einem schlechten Zeitpunkt komme. Im Gegenteil. Es ist gut, dass du da bist. Sollte mein Vater bis Mitternacht nicht zurück sein, werden wir froh sein, einen weiteren Mann im Haus zu haben. Ich verstehe nicht. Das kannst du auch nicht. Das, wovor meine ganze Familie zittert... ist für euch in der Stadt sicher bloß abstrusester Aberglauben. Wovon sprichst du? Was ist mit deinem Vater? Er ist fort. Er ist hinter Alibek her, einem türkischen Räuber und noch Schlimmerem, der das Gebirge rings um das Dorf unsicher macht. Und? Vater ist schon beinahe 10 Tage unterwegs. Und mit jeder Minute, die er länger ausbleibt, wächst unsere Angst. Du musst wissen, Alibek ist sehr gefährlich. Er ist nicht bloß ein Räuber, er ist ein... Heilige Mutter Gottes, steh uns bei, wenn es wahr werden sollte. Wenn was wahr werden sollte? Stenka, erzähl mir, was dich bedrückt. Vielleicht kann ich euch helfen. Uns helfen? Wenn es tatsächlich geschieht, dann wird es unmöglich sein, uns zu helfen. Aber ich will dir gern berichten. Vater wusste sehr genau, wie gefährlich die Hetzjagd auf Alibek werden würde, der er sich anschloss. Ich werde nie seinen ernsten, beinahe entrückten Gesichtsausdruck vergessen, als er beim Abschied zu uns sagte, ihr sollt auf mich 10 Tage lang warten. Wenn ich jedoch bis zum 10. Tag nicht zurückkehre... Wenn ich jedoch bis zum 10. Tag nicht zurückkehre... Lasst mir eine Messe lesen. Lasst mir eine Messe lesen. Und betet für meine, und betet für meine Seele. Denn dann werde ich tot sein.
Sollte ich aber, was Gott verhüten möge, zu euch zurückkommen, wenn die 10 Tage bereits abgelaufen sind, so lasst mich um euer Seelenheil nicht ins Haus. Ich befehle euch, in diesem Fall zu vergessen, dass ich einmal euer Vater war. Durchbohrt mich mit einem Hagedornpfahl und glaubt mir nicht, egal was ich euch sagen werde. Ich werde nichts anderes sein als ein verfluchter Wurdelack, der gekommen ist, euer Blut zu saugen. Der gekommen ist, euer Blut zu saugen. Ein Wurdelack? Was ist das? Es ist der seelenlose Körper eines Toten, der aus dem Grabe gestiegen ist, um den Lebenden das Blut auszusaugen. Ein Vampir also, Stenka. Ich hoffe nicht, dass du von mir verlangst, an solche Märchen zu glauben. Du hast davon gehört? Wir tun zwar in der Stadt so manches als Aberglauben ab, sind aber dennoch stets über alles gut unterrichtet. Die Berichte über Vampirismusfälle in Osteuropa kenne ich. Ich erinnere mich darin, von exhumierten Leichen gelesen zu haben, die man vollgesogen mit Blut in ihren Särgen fand. Man ließ sie angeblich verbrennen, nachdem der Scharfrichter ihnen spitze Pfähle durch die Herzen trieb, wobei sie grässlich aufheulten. Ich muss zugeben, besonders glaubwürdig fand ich diese Berichte nicht. Wenn du wie wir in ständiger Angst vor einem Unhold wie diesem Ali Beck gelebt hättest, würdest du unseren Vampirglauben nicht in Frage stellen. Dieser Räuber, dem dein Vater nachhetzt, ist ein Vampir. Er ist ein Wurdelack, eine teuflischere Spielart eines Untoten. Der Wurdelack saugt vorzugsweise das Blut seiner nächsten Verwandten, seiner vertrautesten Freunde, dasjenige der Menschen, die er im Leben am meisten geliebt hat. Je mehr er jemanden liebt, umso größer ist sein Wunsch, dessen Blut zu trinken. Sterben die Opfer durch seinen Biss, werden sie selbst zu einem Wurdelack. So breitet sich der Fluch aus. Ganze Dörfer wurden auf diese Weise entvölkert. Glaube es oder nicht, ich habe zu viele durch einen Wurdelack sterben sehen, um es nicht zu glauben. Und dein Vater hat sich freiwillig einer solchen Gefahr ausgesetzt? Vater ist ein herrischer Mann. Obwohl meine Brüder ihn anflehten, nicht zu gehen, ließ er sich nicht aufhalten. Er wollte dem teuflischen Treiben Ali Becks ein Ende bereiten, damit wir hier in Kisolova wieder in Frieden leben können. Heilige Mutter Gottes, lass ihn unversehrt zu uns zurückkehren. Wann endet die Frist? Am Ende des heutigen Tages. Um Mitternacht. Grigori. Hier seid ihr. Kommt wieder herunter. Meine Frau hat dir ein Essen hergerichtet, Fremde. Danke. Die Familie sollte zusammenbleiben. In dieser Nacht. Ja, das sollte sie. Ich muss gestehen, ich wusste nicht, was mich mehr faszinierte. Die dunkle Sage vom Wurdelack oder seine charmante Erzählerin. Zdenka war über ihre Ähnlichkeit mit Isabelle de Grammont hinaus eine Schönheit, wie ich sie in dieser abgelegenen Region keineswegs erwartet hatte. In beklommener Stille nahm ich im Beisein der gesamten Familie ein wohlschmeckendes Mahl ein. Unerträgliche Spannung lag in der Luft. Man traute sich den Rest des Abends nicht lauter als im Flüsterton miteinander zu sprechen. Obwohl ich von der strapaziösen Reise ausgesprochen müde war, erachtete ich es doch als meine Pflicht, der Familie in diesen schweren Stunden beizustehen. Ich wachte mit ihnen und fieberte dem Ende des Tages entgegen. Der Mitternachtsschlag der Turmuhr des Klosters war trotz der bitteren Erkenntnis, dass dies vermutlich Gorchas Tod bedeuten könnte, fast eine Erlösung. Mitternacht. Heilige Mutter Gottes, steh uns bei. Vater ist tot. Ihr solltet die Hoffnung nicht aufgeben. Sei still! Jemand kommt. Jetzt hast du Sascha aufgeweckt, Grigori. Was ist los, Mama? Nichts, Sascha, nichts. Es kommt tatsächlich jemand über den Hof. Piotr, schnell, gib mir meine Waffe. Hier. Stellt euch hinter mich. Ja. Na los, macht schon! Ja. Wer mag
aufmachen, Mama? Du bleibst, wo du bist, Sascha! Herr Gott, beschütze uns und erbarme dich uns. Piotr, öffne die Türe. Ja. Oh, Vater. Gott sei gelobt. Bleib, wo du bist, Senka. Großvater. Paulina, halte Sascha fest. Auf einen Stock gestützt stand ein alter Mann mit silbergrauem Bart und trüben, traurigen Augen vor der Schwelle. Der alte Gaucher war mit dem letzten Schlag der Mitternacht zu seiner Familie zurückgekehrt. Heilige Mutter Gottes, wie sollen wir wissen, ob die 10 Tage um sind oder nicht? Was ist? Keiner kommt mich zu begrüßen. Ihr schweigt. Seht ihr denn nicht, dass ich schwer verwundet bin? Euer Vater braucht Hilfe. Er blutet. Seine komplette linke Seite ist blutig. Grigori, Piotr, stützt ihn. Senka, hol Wasser. Ich hole... Du bleibst, wo du bist, Senka. Aber ihr könnt doch nicht... Halt dich da aus! Das ist eine Familienangelegenheit. Nein, Grigori. Serge hat recht. Zeig mir deine Wunde, Vater. Ich werde dich verbinden. Lass das! Du tust mir weh. Ich muss kontrollieren, ob das Herz... Fass mich nicht an! Oder ich verfluche dich. Aber Vater, ich... Lass ihn, Piotr. Dräng ihn nicht. Will mich denn keiner hereinbitten? Muss euer alter Vater um Einlass ins eigene Haus betteln? Ich friere und bin hungrig. Was ist mit dem Hund? Was ist mit euch? Ich komme mir vor wie ein Fremder. Haben mich die 10 Tage im Gebirge denn so verändert, dass mich meine Familie und mein Hund nicht wiedererkennen? Hört ihr? Er gibt selber zu, dass die 10 Tage um sind. Aber er ist doch noch während des Stundenschlags zurückgekehrt. Statt mit einer Flinte auf mich zu zielen, solltest du lieber diese Töle zum Schweigen bringen, Grigori. Aber du hängst doch so an dem Hund, Vater. Ja. Aber offenbar ist er krank. Warum erkennt er sonst seinen Herrn nicht wieder? Ich will, dass er getötet wird. Los, Piotr! Erlöse ihn von seinen Leiden. Vater, du kannst doch nicht... Wenn ein Hund seinen Herrn nicht erkennt, hat er kein Recht mehr zu leben. Er verdient den Tod. Erschieße ihn, Piotr. Ich... Dein Vater befiehlt dir, diese Töle zu erschießen! Sofort! Ich gehorche. Gib ihm das Gewehr, Grigori. Gib ihm das Gewehr! Noch ist dies mein Haus. Oder bestreitet das etwa jemand unter euch? Nein! Hier, Piotr, das Gewehr. Also, du bist ein guter Sohn, Grigori. Nun aber hinein. Mich fröstelt und meine Kleidung ist ganz durchnässt. Will mich denn keiner hereinbitten? Nun? Komm doch endlich herein, Großvater. Der kleine Sascha. Du weißt, was sich gehört. Dein Großvater hat dir auch etwas Schönes mitgebracht. Was denn, was denn? Später. Paulina? Ja? Gib mir etwas zu essen. Sofort, Vater. Der arme Hund. Du hast ihn noch so geliebt, Vater. Und weil ich ihn liebe, erspare ich ihm langes Leiden. Hier, bitte. Guten Appetit. Was ist das? Was stellst du mir dahin? Lammfleisch mit Knoblauch. Da! Bist du wahnsinnig, mir nach Tagen des Fastens im Gebirge eine so stark gewürzte Mahlzeit vorzusetzen? Aber Vater, das ist gutes Essen. Gib mir lieber Wein. Ich will mich ans Feuer setzen.
Tu, was er sagt, Paulina. Ja. Will mir niemand unseren Gast vorstellen? Mein Name ist Serge Durfay. Ich befinde mich auf einer diplomatischen Mission für den französischen Hof. Willkommen in meinem Haus. Hier, bitte. So ist es recht. Danke. Dein Wille ist geschehen, Vater. Du bist ein guter Sohn. Das wusste ich immer. Willst du uns nicht von deinen Erlebnissen im Gebirge berichten? Ich werde dir davon erzählen, Stinker. Euch allen. Aber nicht heute Nacht. Ich bin müde. Eines will ich euch aber schon jetzt verraten. Der Räuber Ali Beck ist nicht mehr. Ali Beck ist tot? So ist es. Und es war die Hand deines Vaters, die ihn gerichtet hat. Niemand braucht sich mehr vor ihm zu fürchten. Sagt es allen im Dorf. Sie sollen erfahren, dass der alte Gorcha Ali Beck getötet hat. Die Leute werden einen Beweis sehen wollen, Vater. Einen Beweis? Den sollen sie haben. Sascha, reich deinem Großvater seinen Reisesack. Hier, Großvater. Da habt ihr euren Beweis. Ah! Oh Gott. Jesus Christus, ein Kopf. Ein blutiger Schädel. Was ist das, Mama? Nicht anfassen! Komm her zu mir, Sascha! Das ist das, was von Ali Beck, diesem Hund, übrig geblieben ist, nachdem ich mit ihm fertig war. Steckt den Kopf morgen auf einen Stab und stellt ihn im Dorf auf. Damit alle Reisenden sehen, der Räuber Ali Beck ist tot. Unsere Wälder sind wieder sicher. Jetzt weiß ich auch, warum der Hund so gejault hat, Piotr. Er hat das Blut gerochen. Den Geruch des Todes. Ja. Geht jetzt schlafen. Es ist spät. Stenka, nimm das Licht und bring mich in meine Kammer. Ja, Vater. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nachtruhe unter meinem Dach, Monsieur Durfay. Ich danke Ihnen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Vater. Ruhe dich aus, Vater. Leg dich schlafen, Paulina, und nimm Sascha mit. Ich werde wach bleiben. Lass mich lieber wachen, Grigori. Du hast die vergangene Nacht schon nicht geschlafen und bist sicher sehr müde. Ich werde wachen. Glaubst du wirklich, dass das nötig ist? Vielleicht sind es nur die Tage im Gebirge, die ihn so verändert haben. Ja. Aber ihr habt doch gesehen, wie angewidert er das Fleisch zurückstieß. Ich trau ihm nicht. Es ist besser, wenn einer von uns aufpasst. Ja. Im Morgengrauen werde ich dich wecken, Piotr. Dann sollst du wachen. Gut. Gottlob sind wir für den Notfall gerüstet und haben einen Hagedornpfahl im Haus. Beim geringsten Anzeichen werde ich nicht zögern, Vater damit zu fehlen. Grigori. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen, Paulina. Vater ist schon eingeschlafen. Er scheint wirklich sehr erschöpft zu sein. Geht jetzt alle zu Bett. Gott gebe, dass es eine ruhige Nacht wird. Sich ängstlich anblickend gingen alle in ihre Kammern. Das Schneetreiben hatte mittlerweile vollkommen aufgehört. Die Nacht war klar, aber es stürmte weiterhin heftig. Während ich begann, mich auszukleiden, hörte ich auf dem Gang vor meinem Zimmer Paulina und Zdenka aufgeregt miteinander flüstern. Was hältst du von alledem, Paulina? Verdächtigst auch du unseren Vater? Ehrlich gesagt, ich bringe es nicht fertig. Er wirkt zwar verändert, aber ob er ein Wodelack ist? Oh, heilige Mutter Gottes, was sollen wir tun? Ich fürchte, Grigori verrennt sich da in etwas. Du kennst ihn. Es hat keinen Sinn, mit ihm zu sprechen. Wir müssen verhindern, dass er einen großen Fehler begeht. Du hast recht. Ich werde den Hagedornpfahl verstecken. Er wird keinen anderen holen können. Diesseits des Gebirges gibt es keinen Hagedorn. Gut. Weißt du, wo er den Pfahl aufbewahrt? Ja, ich werde ihn sofort holen. Ich danke dir. Gute Nacht. Gute Nacht. Beunruhigt über die Ereignisse, deren Zeuge ich an diesem Abend in Gorchas Haus geworden war, fiel ich in einen unruhigen Schlaf.
Im Traum meinte ich zu sehen, wie sich die Türe meiner Kammer öffnete und der alte Gorcza ins Zimmer schlich. Er trat vorsichtig an mein Bett, fixierte mich mit seinen trüben Augen und schien ergründen zu wollen, ob ich schlafe. In vollkommener Regungslosigkeit verharrend, beobachtete er jeden meiner Atemzüge und beugte sich schließlich immer näher zu mir herunter. Ich spürte eine Kraft von ihm ausgehen, der ich mich nicht widersetzen konnte und die mich lähmte. Ein Modergeruch stieg mir in die Nase. Konnte dies der Leichengeruch Ali Becks sein? Schon spürte ich Gorchas Atem auf meiner schweißnassen Haut, als ich instinktiv und unter größter Anstrengung nach Isabels Kruzifix unter meinem Hemd griff. Vor Angst zitternd und in Schweiß gebadet erwachte ich. Mit pochendem Herzen sah ich mich um und bemerkte beruhigt, dass ich völlig allein in dem kleinen Raum war. Doch nein, der alte Gorcza stand vor meinem Fenster und presste sein Gesicht von außen an die Scheibe, seine furchtbaren Augen auf mich gerichtet. Ich stellte mich schlafend. Mit Beruhigung vernahm ich daraufhin seine Schritte, die ihn in das Nachbarzimmer führten. Ansonsten lag das ganze Haus in Totenstille und nur das sonore Heulen des Windes war weiterhin zu hören. Hatte mir etwa meine Fantasie einen Streich gespielt? Ehe ich zu einer Entscheidung kommen konnte, zogen Stimmen im Nebenzimmer meine Aufmerksamkeit auf sich. Warum schläfst du denn nicht, Sascha? Bist du's, Großvater? Ja. Warum schläfst du nicht? Ich kann nicht, Großvater. Der Wind heult so laut. Schläft deine Mutter? Schon lange. Unterhältst du dich ein bisschen mit mir? Gerne, mein Junge. Erzähl mir, wie du gegen den großen Räuber Ali Beck gekämpft hast, Großvater. Ja, das will ich tun. Aber nicht hier, Sascha. Deine Mutter könnte wach werden. Komm. Ich weiß einen Ort, wo wir ganz ungestört sind. Draußen. Im Hof. Ich darf aber nicht hinaus. Papa hat es verboten. Ach was. Deinem Großvater hat dein Papa nichts zu verbieten. Ich möchte dir gerne das Geschenk geben, das ich dir mitgebracht habe, Sascha. Oh ja, ein Geschenk. Komm nur. Ja. Leise. Komm, Sascha. Ja, ja. Mach keinen Lärm, damit dein Papa nicht aufwacht. Mach ich nicht. Komm jetzt. Gib mir deine Hand. Gorcza holt das Kind. Grigori muss eingeschlafen sein. Verriegelt. Verdammt. Wer hat meine Türe verriegelt? Wacht auf! Grigori! Polina, steht auf! Um Himmels Willen, wacht doch auf! Der Alte holt euer Kind! Was ist los? Wo ist Vater? Seine Kammer ist leer. Grigori! Sascha ist weg! Um Himmels Willen, nein! Der Alte hat euer Kind geholt. Schnell, ihr müsst ihn aufhalten. Ach, was ist denn los? Vater ist mit Sascha verschwunden. Gott, steh uns bei. Schnell hinaus! Sascha! Komm zurück! Sascha! Was tust du, Vater? Gib uns das Kind zurück! Ja! Harry! Mama! Er reitet weg. Grigori, tu doch etwas! Nimm mein Pferd. Es ist schnell. Vielleicht holst du die beiden noch ein. Ich muss es versuchen. Rette unser Kind, Grigori! Rette Sascha! Kümmert euch um sie. Bitte! Komm, Polina. Während Grigori in die Nacht hinausritt, gingen wir anderen wieder hinein. Zdenka brachte Polina auf ihr Zimmer zurück und versuchte, die verzweifelte Frau zu beruhigen. Ich begann, in der toten Stille von Gorchas Haus nachzudenken. Sollte wirklich etwas Wahres daran sein, was Zdenka mir über den Wurdelak erzählt hatte?
War ihr Vater nun wahrhaftig ein Untoter? Mein Verstand weigerte sich noch immer daran zu glauben. Kein Zweifel konnte jedoch daran bestehen, dass etwas Schreckliches in diesem Haus vorging. Wenig später kam Zdenka herunter und setzte sich zu mir an den Kamin. Wie geht es, Paulina? Sie schläft jetzt. Piotr ist bei ihr. Es ist so furchtbar. Oh. So furchtbar. Er hat den kleinen Sascha geholt und das wird nur der Anfang sein. Wir sind alle verloren. Die einzige Rettung ist jetzt nur noch der Hagedornpfahl. Gottlob haben wir einen im Haus. Was hat es damit auf sich? Ich hörte nie zuvor davon. Der Hagedorn ist ein besonderer, ein heiliger Strauch. Einzig ein aus seinen Ästen geschnitzter Pfahl kann einen Würdelack töten. Er muss damit durchbohrt werden. Eure Geschichten sind grausam. Die Gefahren, denen wir hier im Gebirge ausgesetzt sind, sind grausam. Das kannst du nicht verstehen. Deshalb berichte nicht über uns und unseren Glauben. Zdenka, du musst fort von hier. Lass uns zusammen fliehen. Du musst weg aus diesem Haus. Nein, das kann ich nicht. Außerdem würde es nichts nützen. Ach, das ist doch Unsinn. Du kennst das nicht, Serge. Er würde mich finden, überall. Es gibt ab jetzt kein Entkommen und kein sicheres Versteck mehr für mich. Nie mehr. Das glaube ich nicht. Ich weiß es, Serge. Irgendwann in dieser Nacht kehrte Grigori zurück. Er ritt sehr langsam. Beim Näherkommen sahen wir, warum. Er trug den Leichnam seines kleinen Jungen in den Armen. Das Kind war furchtbar zugerichtet. Es schien, als habe ein wildes Tier seinen Hals aufgerissen. Bitte, Grigori, sag, dass das nicht wahr ist! Sascha! Sascha! Mein Kind! Oh, dieser Teufel! Dieses Scheißerl! Der alte Gorcher aber blieb verschwunden. Niemand sprach mehr über ihn. Der Tod seines Sohnes hatte Grigori verändert. War sein Gesichtsausdruck zuvor schon finster gewesen, so hatte sein Blick nun etwas Erschreckendes. Trotz seiner ihm deutlich anzumerkenden Erschöpfung war er nicht davon abzubringen, die ganze Nacht selbst die Totenwache bei seinem Sohn zu halten. Im Morgengrauen versammelte sich die Familie um den Toten und hielt eine kurze Andacht. Anschließend saßen alle in stiller Trauer zusammen. Zdenka stützte Paulina, während Grigori plötzlich begann, unruhig zu werden. Etwas ging hier vor, das ich nicht verstand. Ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Grigori, bitte. Nein, ich werde es nicht zulassen. Es muss sein. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Piotr, hilf mir, hole den Pfahl. Ja. Piotr. Grigori hat recht. Sicher habe ich das. Oder wollt ihr, dass Sascha auch einer von ihnen wird? Ein verfluchtes Wesen, das nach dem Blut anderer giert. Ich werde diese Grausamkeit nicht dulden, Grigori. Du wirst keinen Pfahl in das Herz meines toten Kindes treiben. Niemals. Seine Seele soll Frieden finden. Er hat genug gelitten. Lieber solltest du mich mit einem Pfahl durchbohren. Ich werde nicht dulden, dass du Sascha etwas antust, Grigori. Der Pfahl ist weg. Was? Was? Das kann nicht sein. Ich habe überall nachgesehen. Er ist nicht da. Paulina, was hast du getan? Bist du verrückt geworden? Du? Unser kleiner Sascha ist tot. Tot! Ist das nicht genug? Soll ich nun auch noch zusehen, wie du sein Herz durchbohrst? Was wäre ich für eine Mutter? Ich habe ihn geliebt. So sehr geliebt. Du Wahnsinnige! Wo ist der Hagedornpfahl? Ich habe ihn verbrannt. Was? Du hast was? Alles, was nun geschieht, liegt allein in deiner Verantwortung, Paulina. Wir werden morgen einen neuen Pfahl besorgen, Grigori. So einfach ist das nicht! Diesseits der Berge gibt es keinen einzigen Hagedorn. Und nur ein Verrückter würde es bei diesem Winter wagen, über die vereisten Berge zu gehen. Oh.
Noch an diesem Nachmittag beerdigten wir den kleinen Sascha. Die bedrückte Stimmung innerhalb der Familie wurde immer unerträglicher. Insgeheim wünschte ich mich weit fort von diesem Ort, an dem Dinge vorzugehen schienen, die mir fremd und grauenhaft waren. Aber etwas hielt mich noch hier. Stenka. Als bereits alle zu Bett gegangen waren, zog mich eine leise Melodie an. Sie kam aus Stenkas Zimmer. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen und öffnete ihre Türe. Wer ist da? Nur ich. Ich wollte dich nicht erschrecken, Stenka. Es war so schön, wieder einmal jemanden singen zu hören. Du hättest nicht hier hereinkommen sollen, Sarge. Was wird meine Familie von uns denken, wenn man uns überrascht? Ach, beruhige dich, alle schlafen. Niemand wird hören, was ich dir zu sagen habe. Ich möchte nicht, dass mein Bruder dich hier sieht. Gut, ich werde gehen. Wenn du mir versprochen hast, mich immer zu lieben und auf mich zu warten. Sarge, ich muss schon bald abreisen und meine Mission erfüllen. Dass du derzeit nicht von hier fort willst, weiß ich und kann es auch verstehen. Aber willst du warten, bis ich wiederkomme und mit mir zusammen nach Frankreich gehen? Ich liebe dich mehr als meine Seele. Was wird wohl Isabel dazu sagen? Isabel? Ja, Isabel. Als ich dir gestern die Türe öffnete, sprachst du mich mit Isabel an. Wer weiß, was für eine traurige Liebesgeschichte dahinter steckt. Vielleicht hat Isabel dir einen Korb gegeben und ich erinnere dich an sie. Es ist nicht sehr schmeichelhaft, nur wegen einer entfernten Ähnlichkeit mit einer vergangenen Liebe begehrt zu werden. Es ist wahr. Du hast mich gestern an sie erinnert. Aber nur für einen Augenblick. Isabel ist die Frau, die ich einmal geliebt habe. Wegen ihr bin ich fortgegangen von Paris. Ich wollte mich von ihr befreien. Aber seit ich dich getroffen habe, spielt die Vergangenheit für mich keine Rolle mehr. Glaube mir, Stenka, ich liebe dich. Nur dich. Ich glaube dir. Aber verlass bitte jetzt mein Zimmer. Schenk mir noch eine Stunde, Stenka, bitte. Du kennst meinen Bruder nicht. Er ist sehr streng und... Dein Bruder ist vor allem müde vom vielen Wachen und die Melodie des Windes hat ihn in den Schlaf gewiegt. Du brauchst ihn heute Nacht nicht zu fürchten. Schenk mir eine Stunde, Stenka, bitte. Serge. Ah! Da! Am Fenster! Das Gesicht meines Vaters, sieh nur! Wo? Ich sehe nichts. Im Augenblick war er noch da. Heilige Mutter Gottes, steh uns bei. Er ist zurück. Sicher hast du dich getäuscht. Dort draußen ist niemand. Absolut niemand. Was tust du hier? Warum ist der Fremde in deinem Zimmer? Stenka dachte, dass sie euren Vater um das Haus schleichen sollte. Da habe ich sie beschützen wollen. Ja. Ich sehe niemanden. Keiner ist dort draußen. Er war wirklich da, Grigori. Er schleicht herum und lauert auf uns im Dunkeln. Wir werden uns zu schützen wissen. Geh jetzt ins Bett. Ja. Und du, Serge, ziehst dich besser auch zurück. Zu deiner eigenen Sicherheit rate ich dir, den Rest der Nacht in deinem Zimmer zu bleiben. Du bist Gast in diesem Haus. Vergiss das nicht. Gute Nacht, Stenka. Gute Nacht, Serge. Grigori. Gute Nacht. In dieser Nacht blieb es still im Haus und nichts weiter passierte. Als ich am nächsten Morgen aufstand, begegnete ich Grigori, der mich aus roten Augen finster ansah und offenbar auf mich gewartet hatte. Ich war heute früh bereits am Fluss unten. Er führt keine Eisschollen mehr. Deine Abreise steht also nichts mehr im Wege. Aber ich... Es ist unnötig, von meiner Familie Abschied zu nehmen. Sie lässt dir durch mich alles Gute wünschen. Dein Pferd steht bereits gesattelt im Stall. Hier hast du etwas Proviant. Von deiner Schwester würde ich mich dennoch gerne persönlich verabschieden. Nein, das halte ich für keine gute Idee. Wie gesagt, sie lässt dich grüßen. Das würde ich lieber von ihr selbst hören. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Geh jetzt. Wütend über Grigoris Starrsinn verließ ich gezwungenermaßen Gorchas Haus und konnte tatsächlich problemlos über die Donau gelangen. Je weiter ich mich von Kisolova entfernte, desto mehr brannte das Bild Zdenkas in meinem Herzen. Ich beschloss, so schnell wie möglich zu ihr zurückzukehren und sie mit mir fortzunehmen. Ich spürte, dass sie großen Gefahren ausgesetzt war, obwohl sich mein Geist immer noch weigerte,
an Vampire oder den Wurdelack zu glauben. Meine diplomatischen Angelegenheiten hielten mich über Erwarten lange auf. Erst Wochen später bot sich mir die Möglichkeit, meine Abreise vorzubereiten. Ich wählte den gleichen Weg zurück, den ich gekommen war. Somit kam ich wieder durch das Dorf Kisolova. Doch wie soll ich die grauenvolle Veränderung beschreiben, die ich dort vorfand? Das Dorf war verödet und verlassen. Keine Menschenseele befand sich mehr am Platz. Kein Laut war zu hören, nicht einmal Vogelgesang. Eine angsteinflößende, gespenstische Stille breitete sich über allem aus. In Gorchas Haus fand ich zu meinem Entsetzen keine Spur von Stenka oder dem Rest ihrer Familie. Erst der Stundenschlag des nahen Klosters ließ mich wieder zur Besinnung kommen und gab mir meinen klaren Verstand zurück. Vielleicht konnte man mir dort Auskunft geben. Ich fand das Kloster überfüllt mit Dorfbewohnern vor. Stenka war leider nicht unter ihnen. Da ich den Klosterschwestern nicht auch noch zur Last fallen wollte, bot ich an, mir im Dorf ein Quartier in einem der leerstehenden Häuser zu suchen. Schlagartig wurde es still. Einige bekreuzigten sich. Bitte folgen Sie mir zur Mutter Oberin. Und eine junge Ordensschwester führte mich sogleich zur Mutter Oberin, die mich mit sorgenvollem Blick fixierte. Sie werden im Dorf mehr als eine Möglichkeit finden zu übernachten, Maki. Aber ich kann Ihnen nicht dazu raten. Im Gegenteil, ich muss Sie inständig warnen. Das Dorf mag ausgestorben wirken. Es ist aber keineswegs leer. Auch wenn es durch Gorcha den Untoten nicht an verlassenen Häusern mangelt. Was soll das heißen, Mutter Oberin? Lebt der alte Gorcha noch? Alle hier tun so geheimnisvoll, was ihn betrifft. Wechseln gleich das Thema, wenn die Sprache auf ihn kommt. Oder schlagen das Kreuzzeichen. Die mir anvertrauten Seelen haben Angst, Maki. Die hätten sie auch, wenn sie das Grauen der letzten Wochen miterlebt hätten. Es ist eigentlich nur eines, das ich wissen möchte. Lebt der alte Gorcha noch oder nicht? Nein. Als Leben kann man diesen Zustand wohl kaum beschreiben. Er ist ein Untoter. Wir nennen diese Wesen der Nacht Wurdelak. Andernorts heißen sie Vampire. Aber wie auch immer man sie bezeichnet, gemeint sind stets verfluchte Geschöpfe, die keine Ruhe im Grab finden können und ihre gesamte Sippe ins Verderben stürzen. Der alte Gorcha war keine Ausnahme. Keiner seiner Familie entkam? Keiner. Es ist eine Familie der Vampire. Die Epidemie breitete sich durch sie über das gesamte Dorf aus. Fast alle fielen ihr zum Opfer. Die Menschen, die sie in unseren bescheidenen Mauern gesehen haben, sind die einzigen, die wir retten konnten. Nur der Schutz des geweihten Kreuzes hat dafür gesorgt, dass Sie und auch wir bis jetzt von dieser Seuche Satans verschont geblieben sind. Was ist mit Gorchas Tochter, Stenka? Suchte sie keine Zuflucht hier oben im Kloster? Stenka? Nein. Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Maki. Wurde sie auch ein... Nein, ich glaube nicht. Das Letzte, was ich von ihr hörte, war, dass sie über den Schmerz des Verlustes ihrer Familie wahnsinnig wurde und sich weigerte, das Dorf zu verlassen. Das arme Kind. Wir haben für sie gebetet. Ich muss sie finden. Aber doch nicht mehr in dieser Nacht. Es dämmert schon. Bleiben Sie bei uns hier oben im Kloster. Hier sind Sie sicher vor den Geschöpfen der Hölle, die jetzt in Kisolova die Herrschaft angetreten haben. Glauben Sie mir, es ist nicht geheuer dort und meiden Sie das Dorf. Ich würde keine Minute Ruhe finden, wenn ich mir vorstelle, dass Denker schutzlos wem auch immer im Dorf ausgeliefert ist. Und Ihrer Mutter willen, ich beschwöre Sie, Maki, warten Sie wenigstens den Sonnenaufgang ab. Ich kann nicht. Aber seien Sie unbesorgt. Ich besitze ein Kruzifix, das mir schon einmal einen guten Dienst erwiesen hat. Ich ermahne Sie trotzdem zu großer Vorsicht. Der Vampirismus ist eine Seuche. Schlimmer als die Pest. Ich werde für Sie beten, junger Herr. Ich ritt zurück ins Dorf, beseelt von der Hoffnung, Stenka doch noch retten zu können.
Überall rief ich ihren Namen, aber er hallte unbeantwortet zurück. Die Sonne begann gerade hinter den Bergen zu versinken, als ich am Haus des alten Gautscha ankam, mein Pferd im Stall versorgte und durch die geisterhaft leeren Räume schritt. Aber auch hier verhallte der Ruf nach meiner Liebsten unbeantwortet. Ich wickelte mich in meinen Mantel, legte mich aufs Denkers Bett und beschloss zu warten. Der Schlaf kam schneller, als ich dachte. Ich wusste nicht, wie lange ich geschlafen hatte, als mich die vertraute Melodie aus unruhigen Träumen riss. Zdenka stand in der Tür und beobachtete versonnen meinen Schlaf. Sie sah blass und abgezehrt aus. Zdenka, bist du es wirklich? Ja, Liebster. Ich habe das ganze Dorf nach dir abgesucht. Warum stehst du in der Türe? Komm näher, lass dich ansehen. Warum bist du nicht früher zurückgekommen? Jetzt ist alles zu Ende. Ich wollte dich nur noch einmal ansehen. Deshalb bin ich gekommen. Aber nun musst du fort. Rasch fort. Du darfst nicht zögern. Leb wohl, mein Freund, leb wohl. Warte. Deiner Familie ist viel Unglück widerfahren. Die Familie, die dich einst aufnahm, in jener stürmischen Winternacht, gibt es nicht mehr. Ich weiß. Erzähl mir davon, Liebes. Vielleicht macht es die Sache leichter. Du solltest so schnell wie möglich von hier verschwinden, Serge. Denn wenn du hier bleibst, ist dein Verderben sicher. Sie werden kommen, um dich zu töten. Komm, setz dich zu mir und erzähle, was nach meiner Abreise passiert ist, Denker. Warum bist du nur fortgegangen? Gegangen, ohne dich zu verabschieden. Dein Bruder hat mich gezwungen. Vielleicht hättest du uns noch retten können. Was ist geschehen? Sascha kehrte zurück. Sascha? Aber er war tot. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ein Wurdelack hat ihm sein Blut ausgesaugt. Und da er nicht nach den überlieferten Riten mit dem Hagedornpfahl durchbohrt wurde, kehrte er in der Nacht zu denen zurück, die er im Leben liebte. Ich werde sein Rufen nicht vergessen, das durch die Nacht drang. In gewisser Weise kann ich Paulina verstehen. Sascha ist tot, Paulina. Er ist draußen. Mama. Und er friert. Lass mich los, Gregor. Ich muss zu ihm. Sascha, ich komme. Paulina, nicht. Das ist nicht Sascha. Du hast ihn doch selbst begraben. Es ist ein Wurdelack. Lass mich. Was ist los? Die Wahnsinnige will hinaus zu dem Wurdelack. Oh mein Gott. Sascha. Wir müssen sie aufhalten. Geh nicht zu ihm, Paulina. Es ist nur ein Phantom der Nacht. Er ist die Vater. Es ist mein Kind. Es friert. Hört ihr denn nicht? Sascha ist zu uns zurückgekehrt. Sascha ist tot, Paulina. Aber ich höre ihn doch. Sascha, ich komme. Nein, nicht! Schnell, schließ die Tür. Der Herr steht ihr bei. Vater! Es ist Vater! Sie ist verloren. Vater! Nicht! Bitte! Der Herr sei ihrer armen Seele gnädig. Und uns. Nun sind sie schon zu dritt. Außer einigen Tropfen Blut, die wir nach Sonnenaufgang im Schnee vor dem Haus fanden, fehlte jede Spur von Paulina. Ich machte mir entsetzliche Sorgen um Grigori. Er sprach kein Wort mehr seit dieser Nacht und schlief kaum noch. Irgendwann war es aber auch mit seiner Selbstbeherrschung vorbei und er schlief ein. Piotr wachte und auch ich konnte mich erschöpft zur Ruhe legen.
In weiter Ferne vernahm ich Stimmen, wusste jedoch nicht, ob es Traum oder Realität war. Piotr, ich bin es, Polina. Was willst du? Lass mich ein, ich friere. Die Nacht ist kalt. Ich möchte mich am Feuer wärmen. Lass mich bei euch sein. Verschwinde, Wurdelack. Du tust mir Unrecht. Ich bin keiner von ihnen. Gorcha und Sascha sind tot. Aber ich lebe. Du bist hier nicht mehr zu Hause. Und doch bin ich es. Hier sind die Menschen, die ich liebe. Lass mich ein, Piotr. Und ich zeige dir, wie sehr ich liebe. Oh. Hebe dich hinweg, Wurdelack. Sicher schläft Grigori. Der gute, langweilige Grigori. Er ist nicht so mutig und stark wie du. Wenn er mich hier in der Kälte stehen ließe, könnte ich es verstehen. Er fürchtet sich vor starken Frauen. Aber du, Piotr, du brauchst von mir keine Angst zu haben. Du nicht. Hör auf! Weißt du, wie sehr ich dich begehrt habe? Hör auf! Ich bitte dich! Öffne die Tür und wärme mich. Lass mich rein, Piotr. Bitte. Ich führe mich nicht in Versuchung, Herr. Erlöse mich. Lieber Gott. Am nächsten Morgen fehlte auch von Piotr jede Spur. Wir fanden lediglich die Türe geöffnet und blutigen Schnee auf der Schwelle. Unsere einzige Rettung ist ein neuer Hagedornpfahl. Ich werde versuchen, trotz des schlechten Wetters jenseits des Gebirges einen zu schlagen. Verriegle die Türe und lass niemanden herein. Auch mich nicht, falls ich den Pfahl nicht vorweisen kann. Ja. Denn dann wird auch ich einer der Ihren geworden sein. Gott schütze dich, Schwester. Daraufhin schnürte Grigori wortlos ein Bündel und verließ unser Haus. Und? Das war das Letzte, das ich von ihm sah. Er kehrte nicht zurück? Nein. Doch geh jetzt. Schnell. Es wird nicht lange dauern und die anderen kommen zurück. Ach. Sie kommen in jeder Nacht. Du musst fort. Ich kann dich nicht vor ihnen schützen. Bald ist ihre Stunde. Ich gehe, aber nur mit dir. Für mich gibt es jetzt keine Rettung mehr. Bring dich in Sicherheit, ehe es zu spät ist. Ich habe keine Angst und bin so froh, dich endlich wiedergefunden zu haben. Eher will ich sterben, als dich wieder zu verlassen, Stenka. Jetzt merke ich, dass du mich wirklich liebst. Das tue ich. Deshalb flieh mit mir. Lass uns in Frankreich ganz von vorne anfangen. Das ist unmöglich. Sie würden mich nie mit dir fortlassen. Mein Platz ist hier, bei ihnen. Deine Familie ist tot, Stenka. Das mag in deinen Augen vielleicht so sein. Sie sind tot, alle. Und sie können dir nichts mehr befehlen. Ich flehe dich an, geh jetzt. Ich bleibe. Komm näher, Stenka. Setz dich zu mir. Blass bist du. Und deine Hände sind kalt. Die Nacht ist kühl. Möchtest du mir nicht meine Hände wärmen? Deine sind ganz heiß. Wo ist denn das geweihte Medaillon, das du um den Hals trugst? Verloren. Wie so vieles. Frag jetzt nicht weiter. Wärme mich. Bitte halt mich. Umarme mich. Gib mir einen Kuss, Serge. Ich weiß, dass du es möchtest. Schon so lange. Stenka, was ist mit dir? Was war das für ein Geräusch? Ruhig, Liebster. Niemand wird uns stören. Alles ringsum schläft den tiefen Schlaf des Todes. Hast du das nicht vorhin selbst gesagt? Nur der Nachtfalter
Und die Fledermäuse können hören, was ich dir sagen werde, Serge. Nein, Stenka, lass mich. Ich will fort. Ich liebe dich mehr als mein Leben, mehr als meine Seele. Du sagtest, dass du auch mich liebst. Küss mich, Serge, bitte, jetzt. Ich kann nicht. Du bist plötzlich so verändert. Ich fürchte mich vor dir. Die Liebe zu dir hat mich verändert. Küss mich. Und wir werden für immer zusammen sein. Jetzt und in Ewigkeit. Ist es nicht das, was du wolltest? Das, weswegen du den weiten Weg zu mir zurückgekehrt bist, Serge? Ich will mit dir leben. Und ich biete dir das ewige Leben, Serge. An meiner Seite. So bist du doch einer von ihnen. Was meinst du? Ein Wurdelack. Aber du glaubst doch nicht daran. Ist es wahr, will ich wissen. Bist du einer von ihnen? Ich bin das, was auch du bald sein wirst, Liebster. Nein! Zurück! Fürchte das Kreuz Christi! Isabels Kreuz! Hier! Ah! Nimm es weg, Serge! Also ist es wahr! Du bist ein Wurdelack! Ich wollte dich retten, aber du wolltest bleiben. Warum hast du nicht auf mich gehört? Serge, ich liebe dich. Komm mir nicht zu nah! Du gehörst zu uns. Gewöhne dich daran, denn ich werde dich von nun an überall finden. Zurück, sage ich. Geh von der Tür weg. Los! Ah! Lass ihn nicht entkommen. Er gehört zu uns. Zur Familie. Er ist einer von uns. Nein! Zurück mit euch! Fürchtet das Kreuz! Serge, bitte. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Komm zu mir. Bei uns wird es dir gut gehen. Komm, komm in meine Arme. Bleib, wo du bist, verlorenes Geschöpf. Es gibt nun auch für dich kein Entkommen mehr, Serge. Das werden wir ja sehen. Rasanten Ritt wieder in das Kloster, wo ich mich von Grauen geschüttelt bis zum Morgengrauen aufhielt, ohne auch nur ein Auge zumachen zu können. Mit knapper Not war ich einem grässlichen Schicksal entgangen. Dankbar dafür klammerte ich mich an Isabels Kreuz, das mir nun schon zum zweiten Mal wertvolle Dienste geleistet hatte. Im Morgengrauen sattelte ich mein Pferd und machte mich umgehend auf den Weg zurück in die Heimat. Es war nicht mehr das Frankreich, das ich kannte. Hungersnot, Elend und die gewaltige Revolution, die in den Sommermonaten meiner Rückkehr über das Land hereingebrochen waren, hatten es verändert. Die Regierung, für die ich nach Osteuropa gereist war, gab es nicht mehr. Und viele meiner Freunde waren entmachtet, tot oder lagen in Gefangenschaft. Auch Isabelle de Gramont fiel einer politischen Intrige zum Opfer und war wochenlang in der Bastille interniert. Es gelang mir trotz meiner guten Kontakte nicht, sie noch einmal zu sprechen, bevor sie eines Morgens ihren letzten Gang zur Guillotine antrat. Isabelle! Isabelle! Als der Henker Isabels abgetrennten Kopf hochhielt und die Menge johlte, fragte ich mich, ob in Frankreich auch Vampire ihre Blutherrschaft angetreten hatten. Was waren das für Menschen, die derart lustvoll nach dem Blute anderer gierten? Viele unter ihnen nannte ich früher einmal meine Freunde, nun erkannte ich sie nicht wieder. Meine Welt hatte sich verändert. Verfolgt von den Erinnerungen an Isabelle und Stenka, führte ich ein unstetes Leben, das
das mich an beinahe jeden Königshof Europas führte. In meiner Eigenschaft als Diplomat durfte ich nun auch dem Wiener Kongress beiwohnen. Hier endet meine Geschichte, verehrte Anwesende. Was für eine berührende Geschichte, lieber Marquis. Dank derer die Zeit wie im Fluge vergangen ist. Es ist bereits Mitternacht. Geisterstunde. Bevor wir uns zur Ruhe begeben, sei mir noch eine letzte Frage gestattet. Bitte. Haben Sie Zdenka jemals wiedergesehen? Ich meine, hat sie ihre Drohung wahrgemacht und Ihnen nachgestellt, Marquis? Nein. Ich sah sie niemals wieder, Fürstin. Aha. Soll ich sagen, leider? Ich weiß es nicht. Vielleicht fürchtete ich mich davor, denn mein rastloses Leben könnte möglicherweise auch als Flucht vor einer Wiederbegegnung mit ihr gedeutet werden. Das dachte ich mir. Wie ich sehe, tragen Sie auch das Kruzifix nicht mehr, Marquis. Ja. Es ging mir leider in den Wirren der napoleonischen Kriege verloren. Oh. Ich danke Ihnen für die unterhaltsame Gestaltung des Abends und wünsche uns allen eine angenehme Nachtruhe. Hüten Sie sich vor Vampiren heute Nacht, meine Herrschaften. Ja. Und hoffen wir, dass die schlechten Träume ausbleiben, vor denen uns der Marquis gewarnt hat. Gute Nacht, meine Herrschaften. Der Saal leerte sich und allein Serge Durfee blieb zurück. Die Hände auf den Kaminsims gestützt, starrte er in die knisternde Glut und hing seinen Gedanken an die Vergangenheit nach. So bemerkte er nicht, dass im Schatten des fast gänzlich dunklen Zimmers eine Dame leisen Schrittes auf ihn zukam, die sich während seiner Geschichte unauffällig im Hintergrund gehalten hatte. Bravo, Serge. Ich wusste gar nicht, was für ein großartiger Erzähler du bist. Zdenka.